Die AirPower wird in wenigen Tagen hier am Gelände des Fliegerhorst Hinterstoiser Zeltdeck stattfinden. Eine Veranstaltung für die ganze Familie. Eine Veranstaltung, in der das österreichische Bundesheer mit seinen Partnern sich hier präsentiert. Deshalb darf ich hier heute auf dem Podium sehr herzlich begrüßen den Herrn Landeshauptmann von Steiermark, Hermann Schützenhöfer, und in Vertretung des stellvertretenden Landeshauptmanns, Herrn Bundesrat Martin Weber. Als Projektleiter der AirPower darf ich begrüßen Herrn Brigadier Arnold Staudacher. Und als zweiten Partner den Chefpiloten der Flying Bulls, Herrn Raimund Rittmann. Herzlich willkommen. Zum allgemeinen Ablauf der Pressekonferenz. Sie haben soeben gesehen das Display, das durch unseren Displaydirektor Herrn Oberstleutnant Dietrich Springer moderiert wurde. Jetzt im Anschluss werden die am Podium Anwesenden mit ihren Statements zur AirPower 19 fortfahren. Und danach, wenn diese Statements beendet sind, haben Sie im Rahmen der Pressekonferenz die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich darf nun im Anschluss den Herrn Landeshauptmann von Steiermark, Hermann Schützenhöfer, um seine Worte bitten. Herr Landeshauptmann, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass es die AirPower nach einigen Irritationen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, wieder gibt. Es ist die 8. AirPower, die am 6. und 7. September hier in Zeltweg stattfindet. Das ist die größte Flugshow Europas. Und wir haben ja jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was wir sehen werden. Ich freue mich natürlich, dass diese AirPower in der Steiermark stattfindet. Wir sind ein Land, das die entsprechende Herzlichkeit und Gastlichkeit mitbringt für Großveranstaltungen, und wir haben durch diese AirPower ja schon insgesamt mehr als 2 Millionen Zuschauer in der Steiermark gehabt. Wir erwarten dieses Mal wieder an die 300.000 und das entsprechende Nächtigungsplus. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken beim Bundesheer, bitte das auch dem Herrn Minister ausdrücklich auszurichten. Ich habe mit ihm ja, als es plötzlich hieß, man kann nicht sagen, ob die AirPower durchgeführt wird, ausführlich telefoniert und habe ihn ersucht, dass wir dabei bleiben, dass die AirPower stattfindet. Ich habe öffentlich daraus keinen Wind gemacht, denn wenn man etwas verhandeln möchte, soll man das nachher sagen, und ich bin ihm und ich bin dem Bundesheer, da haben wir sowieso auch mit dem anwesenden Militärkommandanten und seinen Leuten der Steiermark eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit dankbar in allen Fällen, die es gibt, und die gibt es leider, wenn ich an die Katastrophen denke, sehr oft, aber auch was Angelobungen und anderes betrifft. Und ich möchte mich natürlich ganz besonders auch bei Red Bull bedanken. Der Chefpilot, den Sie noch hören werden, ist ja, hat mir gesagt, es ist schön, in der Heimat zu fliegen. Ich möchte auch dem Didi Matteschitz von hier aus danken, denn mit dem Red Bull Ring haben wir natürlich diese Region entsprechend beleben können, was die Gäste, was die Nächtigungen anlangt, was die Arbeitsplätze dauerhaft anlangt. Der Ring ist mittlerweile auch eine Ganzjahresdestination geworden. Wir sind auch, und das darf ich schon abschließend sagen,
ein Land der Hochtechnologie, ein Land der Forschung. Ich bin ein bisschen stolz darauf. Und das darf man sein, dass die Steiermark mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote von nahezu 5% nicht nur in Österreich mit Abstand an erster Stelle ist, sondern dass wir unter den ersten dreien in Europa sind, der 274 Regionen. Und das sagt eigentlich alles. Das sagt, dass wir den Fuß in der Tür der Zukunft der Arbeitsplätze haben. Das sagt, dass wir Hochschulen haben, die gut mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und weil wir dieses Forschungsland sind, haben wir innerhalb dieser tollen Unternehmungen auch 80 Unternehmen in der Steiermark, die in der Luftfahrtbranche tätig sind, von der Voest über Magna bis Bankl und Co. Und diese 80 Unternehmungen erzielen einen Umsatz von 650 Millionen Euro jährlich und sichern 3000 Arbeitsplätze. Also freuen wir uns auf die Erbauer, hoffen wir, und das ist mein wichtigster und einziger Wunsch, dass alles unfallfrei sozusagen über die Bühne geht. Ein bisschen zittern spüre ich da immer in mir, wenn ich sehe, was da die Piloten zusammenbringen, weil man selber ja unfähig wäre, so etwas durchzuführen, aber deswegen bin ich ja kein Pilot. Und hoffen wir, dass also nichts passiert. Ich bedanke mich. Danke, Herr Landeshauptmann, für Ihre Worte. Und ich darf nun den Herrn Bundesrat Martin Weber um seine Worte bitten. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Herr Militärkommandant, werte Damen und Herren, darf heute hier Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer vertreten, der in diesen Stunden auch auf dem Heimflug von Russland ist und dort unsere erfolgreiche Lehrlinge unterstützt hat und Daumen gedrückt hat. Und da kann man schon auch stolz sein, dass 5 Sieger, also insgesamt waren 11 Lehrlinge aus Österreich erfolgreich dort tätig und ganze 5 kommen aus der Steiermark, also beinahe 50%, und da können wir schon stolz sein. Und im nächsten Jahr gibt es ja die Europameisterschaft in Graz, ebenfalls in der Steiermark. In guter Koalitionstreue darf ich dem alles beipflichten, was unser Landeshauptmann vorher gesagt hat, und darf das auch nur ruhigen Gewissen unterstreichen. Diese Veranstaltung ist für die ganze Steiermark eine tolle Werbung, genau für diese Region eine tolle Werbung. Es kommt Wertschöpfung her. Ich denke, 300.000 Gäste werden am kommenden Wochenende hier sein. Die Nächtigungszahlen und so weiter sind seit langem schon hier ausgebucht. Aber ich meine, auch als parlamentarischer Sicherheitssprecher ist es auch fürs Bundesheer eine tolle Möglichkeit, um auf ihre Anliegen und auf ihre berechtigten Bedenken auch bei dieser Veranstaltung aufmerksam zu machen. Es wird eine breite Öffentlichkeit, Medienlandschaft und viele Gäste ja auch da sein. Und auch da ist die Chance da, auf die berechtigten Anliegen des Bundesheers hinzuweisen. In Summe kann ich nur gratulieren, dass es wieder diese Veranstaltung gibt hier in dieser Region. Ich werde am Freitag selber mit meinen Junior auch teilnehmen. Bin schon ganz gespannt und natürlich auch wieder Landeshauptmann, dass alles unfallfrei über die Bühne geht. Und wie sagt man, gut Flug, gute Veranstaltung am kommenden Wochenende. Und letztlich soll dann der Pfarrer verantwortlich sein, dass auch das Wetter hinhaut bei einer Freilichtveranstaltung. Danke. Ich darf nun den Projektleiter der AirPower 19, Herrn Brigadier Arnold Staudacher, um seine Worte bitten. Bitte, Herr Brigadier. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auch als Projektleiter der diesjährigen AirPower recht herzlich hier am Fliegerhorst in Zeltweg begrüßen. Die Vorbereitungen für die AirPower laufen, wie Sie gerade gesehen haben, auf vollen Hochtouren, und das zu Lande und auch in der Luft. Zu Lande laufen die umfangreichen Vorbereitungen und Aufbauten der gesamten Veranstaltungsinfrastruktur ebenfalls bereits in dieser Woche. Wie der Herr Landeshauptmann und der Herr Bundesrat schon gesagt haben, ist die AirPower eine wohl einzigartige Veranstaltung in Europa, eine einzigartige Veranstaltung in Österreich, im Herzen der Steiermark, und in Größe,
in Umfang, in ihrer Eigenart und wie ich meine, auch aufgrund unserer Partnerschaft, auf der guten Zusammenarbeit mit unseren Partnern, dem Land Steiermark und der Firma Red Bull, wofür ich mich auch hier recht herzlich bedanken möchte. Für das österreichische Bundesheer ist die Airpower das größte Vorhaben, das wir in diesem Jahr durchführen, und es kommt einer militärischen Großübung gleich. Die Führung, die Veranstaltungsdurchführung, Planung, Vorbereitung verlaufen nach Prinzipien der militärischen Führung ab. Und wir werden insgesamt nächste Woche dann circa 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die für eine reibungslose Durchführung der Veranstaltung, aber auch für das Wohlergehen der Zuschauer hier am Veranstaltungsgelände sorgen werden und natürlich auch für die Sicherheit da sind. Das österreichische Bundesheer ist der größte Beitraggeber und veranstaltet das auch, wird mit mehr als 4.000 Soldatinnen und Soldaten hier am Veranstaltungsgelände sein. Von diesen über 4.000 Soldaten sind auch 1.000 Rekruten und Grundwehrdiener dabei aus ganz Österreich. Wir werden auch über 1.100 Milizsoldaten haben. So wird das Jägerbataillon Burgenland hier für die Veranstaltungssicherheit auch beitragen. Herr Landeshauptmann, ich darf Sie beruhigen. Es wird auch eine Milizkompanie, nämlich die Jägerkompanie Deutschlandsberg aus der Steiermark hier sein. Und natürlich tragt die Hauptlast der Arbeit auch die steirischen Soldaten hier im Eichfeld, die Verbände hier und natürlich auch das Militärkommando. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass es wohl keinen Verband in ganz Österreich gibt, der nicht Soldaten oder irgendein Gerät hier nach Zeltweg schickt und auch hier aktiv an der Airpower mitarbeitet. In dem Sinne ist es wirklich eine Großübung für das Militär. Gefordert ist der Wachsoldat, die Köche, bis hin zu den Piloten, die wir gerade gesehen haben, aber auch das Stabspersonal, bis hin zum Brigadier sind wir hier alle gefordert und im Rahmen einer Übung auch eingebunden. Zu dieser Großübung gehört freilich auch die intensive Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere mit der BH Murtal, mit der Polizei und den anderen Einsatzorganisationen. Ohne dieses Teamwork und dieser guten Zusammenarbeit wäre eine solche Veranstaltung von solcher Größe nicht möglich. An dieser Stelle auch einen recht herzlichen Dank an die BH Murtal, an die Polizei und an die anderen Einsatzorganisationen, die dieses Vorhaben unterstützen und gut zusammenarbeiten. Nur vielleicht noch kurz ein paar Zahlen, Beispiele bezüglich des logistischen Aufwandes, den wir hier haben. Wir werden also umfangreiche Veranstaltungslogistikbauten hier errichten, Zelte, militärische, zivile, aber auch Container, sodass wir ungefähr 4 Fußballfelder überdachen können. Das ist also doch eine beachtliche Größenordnung. Wir werden alleine für die Mitarbeiter ungefähr 5 Großküchen betreiben. Das Militär betreibt das für die Mitarbeiter. Die Zuschauer werden natürlich dann von den zahlreichen Verkaufs- und Getränkeständen bewirtet. Wir errichten circa 17 Kilometer zusätzliche Absperrungen, die um die Sicherheit zu gewährleisten, notwendig sind. Wir haben über 50 Ärzte hier am Veranstaltungsgelände und über 130 Rettungs- und Notfallsanitäter. Dazu gehören Notarzt, Hubschrauber und so weiter. Ich komme aber jetzt, sehr geehrte Damen und Herren, zum großen Ziel. Was wollen wir mit der Airpower bewirken? Was verfolgen wir? Unser wesentliches Ziel ist es, in kurzen Worten gesagt, die Zuschauer von der Luftfahrt im Allgemeinen und natürlich, das muss ich sagen, von der Militärluftfahrt im Besonderen einfach begeistern. Die Begeisterung, die wir im Beruf verspüren, wollen wir den Zuschauern übertragen. Wir tun das natürlich auch, damit wir junge Leute für den Beruf, sowohl in der Luftfahrt, aber auch beim Bundesheer selbst,
interessante Berufe bei den Luftstreitkräften informieren und so auch wieder entsprechenden Nachwuchs finden. Begeisterte junge Leute sind herzlich willkommen bei uns. Dafür haben wir ein hoffentlich wieder sehr interessantes Flugprogramm zusammengestellt. Es werden also über 200 Luftfahrzeuge und über 20 Nationen hier in die Steiermark kommen und hier ihre Künste vorführen. Ich möchte, würde den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen, wenn ich da alles aufzählen würde. Nur einige Highlights. Das Flugprogramm wird von 9 bis 17 Uhr stattfinden. Es werden internationale Flugstaffeln, dabei sind Bekannte wie die Frecce Tricolore, wie die Patrouille Suisse, Spanier sind da, Patrouille Aguila oder die Franzosen, das Breitling Jet Team. Wir werden natürlich auch wieder, Sie haben es jetzt schon gesehen, interessante Vorführungen des österreichischen Bundesheeres haben als Highlight, die also ihre Flugmanöver zur Aufgabenbewältigung zum Schutz der österreichischen Bevölkerung zeigen werden. Die Flying Bulls haben ein ganz, ganz interessantes Programm, aber ich denke, dass der Herr Riedmann dann selbst darüber berichten wird. Und wir haben, ein kleiner Ausschnitt konnte man ja auch schon sehen, diesmal ein Thema, nämlich die Geschichte des Luftkampfes, nämlich Pilot gegen Pilot, Luftfahrzeug gegen Luftfahrzeug der letzten 100 Jahre wollen wir darstellen. Das ist das erste Mal, zumindest auf der Airpower, ich glaube, dass es auch in Europa in dieser Art noch nicht gegeben hat. Wir werden also Luftfahrzeuge vom Ersten Weltkrieg bis hin zu den Eurofightern sehen und ich glaube, das ist sehr interessant für das Publikum zu sehen, wie sich diese technologische Entwicklung sich entwickelt hat von den Anfängen der Luftfahrt vor 100 Jahren bis jetzt zu den modernsten Kampfjets der fünften Generation. Wir werden natürlich auch wieder sehr viele Luftfahrzeuge im Ausstellungsbereich haben, wo man sie hautnah sehen kann, wo man mit den Piloten dann auch kurz plaudern kann. Auch hier nur einige Highlights, dass die größte Maschine schon ein Stammgast fast bei der Airpower, die NATO AOX. Das ist dieses große Luftfahrzeug mit dem Radarschirm oben, weithin sichtbar. Wenn sie dann nächste Woche ankommt, bitte nicht erschrecken. Die wird weithin sichtbar sein. Wir bringen dazu erstmalig in Europa den Airbus A400M. Das ist das modernste Transportluftfahrzeug, das es auf der Welt gibt. Letztes Mal war sie nur im Fluge zu sehen, also kurz. Und jetzt werden sie also auch im statischen Display zu sehen sein. Und wir bringen, das befreut uns ganz besonders, das modernste Kampfjet, der Stealth-Kampfjet F-35 Lightning II, erstmalig zur Airpower. Da haben uns freundlicherweise die italienischen Luftstreitkräfte werden uns dieses Luftfahrzeug bringen. Selbstverständlich werden wir auch vom Bundesheer wieder die Luftfahrzeuge sehen. Möglicherweise auch aufgrund unserer schwierigen Rahmenbedingungen das letzte Mal die Alouette 3, das letzte Mal möglicherweise die Saab 105. Diese beiden Luftfahrzeuge sind an die 50 Jahre alt, beziehungsweise die Alouette sogar schon praktisch älter und die harren natürlich auf eine Entscheidung der Nachfolge und auch hier haben wir versucht, alle potenziellen Nachfolgeluftfahrzeuge, sowohl also die Hubschrauber als auch Nachfolge für die 105, hier nach Zeltweg zu bringen, sodass sich die Zuschauer hier auch vor Ort einen Eindruck machen können. Erstmalig dabei auch unser Küken, unser jüngstes Luftfahrzeug, die DA-40, die wir letztes Jahr hier in Zeltweg das erste Mal hier hatten und die jungen Piloten bei ihrem Training helfen. Werden bei uns Küken genannt, weil sie weiß sind und nicht das Bundesheer grau noch haben. Möchte noch darauf hinweisen, bitte besuchen Sie auch unsere umfangreiche Ausstellungen, die wir zusätzlich zu den Luftfahrzeugen haben. Die bestehen im Wesentlichen aus drei Bereichen. Es wird eine umfangreiche Bundesheerleistungsschau wieder geben, wo sich die Zuschauer über die umfangreichen Berufe, die wir anbieten, eine Information
sich informieren können. Es gibt Cockpits und Simulatoren, die man testen kann, wo man selbst einsteigen kann. Man kann sich testen zum Piloten, möchte aber an dieser Stelle auch sagen, wir bieten auch andere ganz interessante Berufe bei den Luftstreitkräften. Unter anderem haben wir auch Lehrlinge in den Werften und vielleicht findet sich dann ein zukünftiger Weltmeister, dann auch der beim Bundesheer sozusagen die Lehre gemacht hat. Würde mich natürlich freuen. Wir werden zusätzlich auch eine umfangreiche Ausstellung Ausbildung, Forschung und Lehre haben. Das freut mich ganz besonders, dass auch wieder Fachhochschulen, HTLs, aber auch Universitäten hier sind, wo sich die Zuschauer über die Berufe, über Ausbildungsgänge der Luftfahrt auch interessieren können. Letztendlich möchte ich auch die Industrie- und Wirtschaftsausstellung erwähnen, die wieder am Veranstaltungsgelände sein wird. Es freut uns hier ganz besonders, dass wir das in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Österreich entwickeln werden. Diese werden im Vorfeld die Austrian Aviation Days hier in Zeltweg durchführen und wir werden schon am Donnerstag, am 5. September am Nachmittag dann diese Industrie- und Wirtschaftsausstellung eröffnen, wo österreichische Zulieferfirmen und Hightech-Firmen gemeinsam mit internationalen Betrieben sich vernetzen werden und das alles zum Wohle auch der österreichischen Wirtschaft. Und wir können einen Beitrag leisten, indem wir den Rahmen hier bringen. Bitte vergessen Sie nicht, es gibt auch ruhigere Bereiche bei der Airpower. Das ist das Luftfahrtmuseum. Das hat zwar das ganze Jahr offen. Wenn einer etwas Ruhigeres haben will oder wenn es heiß wird, kann er sich da beim Luftfahrtmuseum auch etwas zurückziehen. Es gibt natürlich wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Circa 110 Gastro-, Verkaufs- und Merchandising-Stände werden wir haben, die für das leibliche Wohl sorgen werden. Wir haben eine Kinderbetreuung wieder und erstmalig bei dieser Airpower zwei Selfie-Towers, wo man sich also dann persönlich dann auch sich entsprechende Erinnerungsfotos holen können. Ich möchte jetzt meinen Vortrag noch abschließen mit einige wichtige Hinweise für die Besucher. Zum Ersten, Airpower-Öffnungszeiten Freitag und Samstag jeweils von 7 bis 19 Uhr haben wir die Pforten geöffnet. Das Flugprogramm beginnt um 9 Uhr und endet um 17 Uhr. Es ist, wie ich hoffentlich erklären konnte, Spannung für den ganzen Tag vorgesehen. Bitte kommen Sie nicht alle gleichzeitig. Wir wollen Stau sowohl auf den Straßen als auch bei den Eingängen, wo es wieder Sicherheitskontrollen geben wird, verhindern. Bitte kommen Sie mit, nehmen Sie Bus, Bahn oder auch Fahrrad. Gerade die umliegenden, wir haben eigene Fahrradabstellplätze. Die Busse sind eingerichtet in Fishing. Alle 10 bis 15 Minuten werden die verkehren. Und wir haben hier einen Park-and-Ride-Parkplatz für Sie vorgesehen. Wir haben, wenn man vom Osten kommt, aus Graubad, hier ebenfalls eine Park-and-Ride eingerichtet. Und hier werden Bahn-Shuttle, also Züge im circa 10 bis 15-minütigen Verkehr, die Zuschauer zum Bahnhof nach Zeltweg bringen, wo es dann nicht mehr weit zum Veranstaltungsgelände ist. Aus Sicherheitsgründen gibt es, wie schon angekündigt, Personen- und Gepäckskontrollen an den Eingängen. Bitte nehmen Sie keine gefährlichen Gegenstände und Haustiere mit. Alle Details können Sie dann auf unserer Homepage nachlesen. Aus Sicherheitsgründen werden auch wieder gepanzerte Fahrzeuge des Bundesheeres an den Straßen zu sehen sein. Bitte erschrecken Sie nicht, das dient der Sicherheit der Veranstaltung. Letzter Hinweis zur Vorbereitung Ihres Besuches. Bitte besuchen Sie unsere Homepage auf www.airpower.gv.at, wo Sie wichtige Tipps und das, was ich Ihnen auch hier erzählt habe, nochmals im Detail nachlesen können, auch nachlesen können dann für die Interessierten, was jetzt wirklich für eine Flieger kommen. Und wir sind auch auf Facebook entsprechend vertreten. Dankeschön und ich übergebe an den Herrn Riedmann. Danke, Herr Brigadier, für Ihre Erklärung und Ihr Statement. Und ich darf nun den Chefpiloten der Flying Bulls, Herr Raimund Riedmann, um seine Worte bitten.
Bitte, Herr Rittmann. Ja, liebe Damen und Herren, ich kann das natürlich sehr schön aus der Pilotenperspektive erklären und es ist wirklich außergewöhnlich, hier in Zeltweg fliegen zu dürfen. Wir sind ja in 70, 80 Veranstaltungen, wir als die Flying Bulls, im Jahr ungefähr unterwegs auf großen Airshows in ganz Europa hauptsächlich. Die Hubschrauber fliegen sogar in Amerika bis nach Japan, also wir kommen sehr, sehr weit herum. Und nach dem Flug oder nach dem Display, wenn man hier in Zeltweg landet, man spürt es förmlich, also diese Begeisterung der Bevölkerung und auch der jungen Menschen. Und da möchte ich dem Herrn Projektleiter Staudacher natürlich absolut zustimmen, wie wichtig das ist, dass diese Begeisterung immer weitergegeben wird, dass einfach auch junge Leute wieder in diese Technologie in der Luftfahrt, Pilotennachwuchs und so weiter einsteigt. Und insofern kann man das natürlich nicht nur auf Österreich beziehen, sondern diese Begeisterung in Österreich ist vielleicht ganz, ganz exemplarisch. Also man merkt es einfach, wenn man hier vorbeirollt nach dem Display, es wird geklatscht, es ist einfach in der ersten Reihe, man hört förmlich die Leute zuklatschen und die Begeisterung. Wenn man auch bei den anderen Airshows geht, wird immer wieder gefragt, ja, was kann man machen, dass man hier bei der Airpower fliegen kann. Man kann natürlich den Leuten, die mit ihren kleinen Kunstflugzeugen auf anderen Airshows fliegen, nicht alle einladen, das ist ganz klar. Aber man sieht einfach diese Begeisterung in ganz Europa für die Luftfahrt und auch für die Airpower. Also Airpower kann sich, glaube ich, wirklich als die bekannteste Airshow in ganz Europa bezeichnen. Und da ist man natürlich auch stolz, wenn man als Flying Bulls hier teilnehmen kann. Wir als Flying Bulls haben uns natürlich auch wieder ein nettes Programm einfallen lassen. Es gibt gewisse Highlights, die global noch nie geflogen worden sind. Eins möchte ich hier exemplarisch herausbringen, das ist das Aerobatics Triple. Das heißt, hier fangen wir unser Skydive-Team zusammen, die auch mit dem HSV, also dem Heeressportverein, kooperieren, die natürlich hier auch integriert sind. Dann haben wir Dario Costa mit seiner Edge vom Red Bull Air Race und schließlich Mirko Fleim, der mit der Bo 105 auch wunderschöne Figuren in den Himmel zaubert. Das ganz Besondere an diesem Aerobatic Triple besteht darin, dass alles ein bisschen anders ist. Normalerweise, also mit einem Kunstflieger um einen Hubschrauber herumzurollen, das ist schon gemacht worden, das ist auch ohne weiteres möglich. Wir drehen aber alles um. Bei uns ist so, dass teilweise der Kunstflieger geradeaus fliegt und der Helikopter drumherum rollt. Ist noch nie gemacht worden auf der Welt, also wirklich ganz einzigartig. Ja. Der Hubschrauber und diese Edge führen auch gemeinsam Rollen aus, wie auch die Wingsuit-Flyers ebenfalls Rollen um die anderen Fallschirmspringer herum macht. Also das erfordert natürlich eine riesen Anstrengung, eine gute Planung und wir haben schon ein paar Mal geprobt und ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Was wir auch wieder vorführen werden, das ist eigentlich ähnlich wie bei der letzten Airpower. Wir machen die große Formation, wo man die historischen Luftfahrzeuge vom Hangar 7, Hangar 8 in Salzburg zusammenbringen und auch in einem schönen Display präsentieren. Das Display besteht nicht nur aufs Vorbeiflügen, sondern es geht darum, dass hier auch Akrobatikfiguren in den Himmel gezaubert werden. Ganz besonders, und das ist, glaube ich, auch einmalig auf der Welt, ist, dass wir nach doch auch großen Training es geschafft haben, dass wir Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, exemplarisch die Lightning, zusammen mit einem doch moderneren Jet, also dem Alpha Jet mit einem Swept Wing Design, zusammen ein Looping fliegen lassen können. Habe ich noch nie auf der Welt gesehen, ist, glaube ich, auch wirklich einzigartig, dass man diese Gruppierung einfach zusammenbringt, weil es bedarf einiges an Übung, an immer wieder trainieren, dass man eben die richtigen Geschwindigkeiten zusammenbringt. Alpha Jet ist da natürlich eher am unteren Geschwindigkeitsbereich, die Lightning in dem Fall am eher am oberen Geschwindigkeitsbereich. Aber wir haben das natürlich am Anfang in größerer Höhe geübt und das war einwandfrei möglich. Und insofern sind wir da sehr froh, dass wir das auch hier bei der Airpower präsentieren können.
Kooperation Bundesheer Red Bull. Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit haben. Und exemplarisch noch einmal dazu ist eine Abfangübung, wo wir unsere Falcon 900 zur Verfügung stellen, was wir gestern zum ersten Mal geprobt haben, was auch anscheinend sehr gut angekommen ist. Die Falcon 900, also ein moderner Business Jet, wird eben hier von den Eurofightern abgefangen und das spielt sich dann alles im näheren Umkreis ab, wird auch, glaube ich, kommentiert. Also auch wirklich ein Highlight, was man so wahrscheinlich noch nie auf Airshows gesehen hat. Ja, persönlich freue ich mich auch auf die doch auch alten Jets, also das ist ein bisschen ein Hobby von mir selber. Also es wird, glaube ich, der Saab Tracking wieder kommen, eine Sukhoi 22, eine F-86 Sabre und ja, dass man eben so eine Anzahl und von alten ersten und zweiten Generationsjets zusammenbringt, ist auch eine Sensation und ja, muss man Tidi Springer natürlich auch immer wieder sagen, also dass das ein riesen organisationischer Aufwand hat sein müssen, dass man eben diese Flugzeuge zusammenbringt. Kurz gesagt, ich glaube, wir freuen uns alle sehr, sehr auf die Airpower und ja, sind ganz, ganz stolz, dass wir hier auch auf heimischem Boden fliegen dürfen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für Ihre Statements, meine sehr geehrten Herren. Sehr verehrte anwesende Journalisten, Sie haben jetzt im Anschluss die Möglichkeit, direkt hier Fragen zu stellen. Ich darf Sie bitten, kurz ein Handzeichen zu geben und dann zu warten, bis ich mit dem Mikrofon bei Ihnen bin. Wir übertragen diese Pressekonferenz live und damit unsere Zuschauer auch Ihre Fragen klar und deutlich hören, darf ich Sie bitten, dann in das Mikrofon zu sprechen. Erstes Handzeichen. Herr Brigadier, in den vergangenen Jahren hat es auch immer wieder eine Luftlandeübung gegeben. Das ist diesmal nicht vorgesehen? Luftlandeübung ist diesmal nicht vorgesehen. Sie wissen vielleicht, ist ja auch in den Medien schon gestanden, die Herkules steht dieses Mal nicht zur Verfügung, weil es eine weltweite Sperre von Rotorblättern gibt, Propellerblättern natürlich. Vielleicht sehen wir aber die Herkules ganz kurz, denn eine kommt vielleicht aus ihrem Wartungsereignis genau am Wochenende der Airpower zurück. Und eine Frage noch an den Herrn Landeshauptmann. Heuer hat es einer besonderen Finanzierung von Bundesebene bedurft, damit die Airpower stattfinden kann. Ist zukünftig vielleicht daran gedacht, von der Drittelfinanzierung Red Bull Land Bundesheer abzugehen, dass das Land etwas mehr beiträgt? Nein. Die nächsten Fragen. Darf ich um ein Handzeichen bitten? Ja, da hinten sehe ich ein kurzes Handzeichen. Ich komme zu Ihnen. Danke, Claudio Schiesel, Inside Politics. Ich habe eine kurze Frage einerseits zur Luftraumüberwachung. Wie wird die dann während der Airpower gesichert? Und andererseits, wie viele Luftwaffen, also befreundete Luftwaffen, werden hier an den Displays-Vorführungen teilnehmen? Also die Luftraumüberwachung wird in dieser Zeit durch die Saab 105, die wir gerade noch haben, in Linz-Hörsching sichergestellt. Und die Nationen, es werden insgesamt 20 Nationen teilnehmen. Darunter alle Nationen, alle Nachbarstaaten, Schweizer Freunde, die Italiener sind mit einer großen Anzahl da, auch die Deutschen von allen Nachbarstaaten. Zusätzlich haben wir auch von den USA Luftfahrzeuge da und auch von Frankreich. Beantwortet das Ihre Frage? Danke. Gibt es weitere Fragen? Ja, gerne. Ja.
Die A400M wird ja auch am Boden zu bewundern sein, also im Static Display. Vor 3 Jahren, wie Sie sagen, ist ja nur beim Überflug zu sehen gewesen. Sie ist dann zwar in Klagenfurt gelandet, aber wenn ich das gewusst hätte, wäre ich dort gewesen, aber okay. Die andere Frage ist, ich höre immer wieder Anfragen an mich oder ich bekomme Anfragen, Security Control und so weiter. Vor 3 Jahren die Leute haben oft einmal die wirklich die richtigen tollen Spotter, haben auch so 3 Stufenleitern mit. Sind die jetzt gestattet oder nicht? Vor 3 Jahren war so, dass einem Bekannten von mir bei der Security abgenommen worden ist und er kommt dann hier zum Zaun, zum Gelände und sieht, dass da 20 andere sehr wohl seine 2-3 Stufenleiter mithaben. Es war natürlich sehr schade für ihn und er war böse ein wenig. Deswegen die Frage, sind so Leitern gestattet, ja oder nein? Also zur ersten Frage, jawohl, sie wird im Static Display zu sehen sein, hautnah, man kann mit den Piloten reden, Static Display. Zum zweiten, bitte die Sicherheit, wir haben diesmal das verbessert und wir haben auf der Homepage eigentlich eine Liste, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Bitte dort nachschauen, das haben wir gegenüber der letzten Erbauer stark verbessert. Bitte auf der Homepage nachschauen. Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig, das ist eine Riesenliste und bitte einfach da nachschauen. Danke. Alle müssen gleich behandelt werden, da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Gibt es noch weitere Fragen hier an unsere Sprecher? Ja. Die Frage, also der Herr Landeshauptmann hat schon angesprochen, die Irritationen, wie er sie nennt, im Vorfeld der AirPower. Wir wissen um den Zustand des Bundesheers Bescheid, der Minister weist immer darauf hin. Hat diese finanzielle Krise des Bundesheers direkt auch Auswirkungen auf diese AirPower gehabt, beziehungsweise war die Kraftanstrengung diesmal etwas größer als in den Jahren zuvor? Das ist die Frage an den Herrn Staudacher. Ja, danke für diese Frage. Also an der finanziellen Notlage des Bundesheeres ändert sich nichts. Da gibt es nichts zu beschönigen. Wir sehen finanziell, stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Und natürlich war es auch schwerer, im Verhältnis zu den letzten Erdbauers die Ressourcen entsprechend aufzubringen. Ich kann nur eines sagen, alles, was Sie auf der Erdbauer sehen und fliegt, das sind die gesamten Luftstreitkräfte. Wir sind jetzt mit 47 Luftfahrzeugen hier. Wenn man vergleicht, die Bullen haben bereits, glaube ich, 26. Das sagt, glaube ich, alles um den Zustand der österreichischen Luftstreitkräfte aus. Da gibt es nichts zu beschönigen. Danke für dieses Statement. Haben wir noch Fragen hier den Anwesenden? Sie haben natürlich dann im Anschluss auch die Möglichkeit für Einzelinterviews, um dort an unsere Anwesenden Fragen zu stellen. Wenn es keine Fragen mehr hier vor Ort gibt, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich Sie nun einladen, insbesondere Herrn Landeshauptmann, Herr Bundesrat und Herrn Chefpilot, zusammen mit unserem Projektleiter, Herrn Brigadier Staudacher, uns nach draußen zu folgen. Das österreichische Bundesheer hat eigens für die Erdbauer eine kleine Überraschung vorbereitet und diese wird Ihnen nun draußen präsentiert werden. Der Herr Brigadier wird eine kurze Präsentation durchführen und ich darf Sie bitten, uns zu folgen. Und danach besteht die Möglichkeit nach dieser kurzen Präsentation für Einzelinterviews. Herzlichen Dank.